Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession und berechnen ihren Horoskopen anderes. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Imaira, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. So war die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist dein Seelenplan und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Die Bereiche, diese Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind die wichtigsten Lebensbereiche. Und das ist deine Persönlichkeit in Ausdruck bringen, das Leben, deine Werte, Wertschätzung und all das in Besitz zu nehmen, was für dich wertvoll ist und Finanzen, dich durchsetzen, behaupten, das Lernen im Leben, in die Schule des Lebens, dann die Bedürfnis nach Basis, Fundament, Sicherheit, Stabilität, das Gefühl zum Haben, hier bin ich angekommen. Dann ist wichtig Liebe, Partnerschaft. Wichtig ist auch Anerkennung, deine Ziele erreichen, Respekt bekommen, Berufung leben, sind wichtig Wünsche, Sehnsüchte, Freundschaften und die Geheimnisse des Lebens erforschen und verstehen. Wie ich schon sagte, in diesem Bild ändert sich nichts. Was sich ändert, das bist du und bewegst dich im Leben in 7 Jahren Perioden. Alle 7 Jahre sind anderen Themen wichtig oder haben wir anderen Eindrücke, andere Einflüsse von außen. Du befindest dich gerade im Stierperiode und das heißt, um die Finanzen kümmern. Besitz zu nehmen, all das, was für dich wertvoll ist und das Leben genießen. Einfach genießen. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei der Sonnenbewegung muss ich das korrekt beschreiben, weil die Bewegung macht eigentlich nicht die Sonne, sondern unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Diese Bewegung von beiden Lichter, Sonne und Mond und von den Planeten aktivieren etwas im Horoskop. Und das schauen wir an bei diesem Jahreshoroskop. Ich starte Mai 2019. Die letzte Planet ist in unserem Sonnensystem Pluto. Pluto ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit aktiviert Vergangenheit, oft karmischen Themen oder gerade die Thematik, was Pluto zeigt, loslassen, kündigen, verabschieden, trennen von allem, was uns bedrückt, was uns stört. Und diese Rückläufigkeit zeigt, das hat mit Vergangenheit etwas zu tun.
Pluto bewegt sich im Schütze, aktiviert Lebensbereich, dein Alltag bewältigen, Pflichten nachgehen und auch Gesundheit. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Wenn wir das vorstellen können, wenn nicht so ist, dann fühlt sich das an als Enttäuschung. Neptun bewegt sich in Wassermann, das heißt, das ist gerade die Veränderungsprozess, die Transformation, die Träume ernst zu nehmen, daran glauben, kann natürlich bedeuten, dass hier Themen aktiviert wird, was mit Ämtern betrifft, Finanzen, Erbschaften. Uranus bringt immer Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse, außergewöhnliche Lebensumstellungen oder Begegnungen. Uranus bewegt sich immer wieder und das zeigt Öffentlichkeit, zeigt auch Respekt, Anerkennung und die Ziele, daran glauben, deine Träume, Vertrauen, das Ernst nehmen, als Ziele setzen. Wir können auch kleine Ziele setzen, damit beginnen. Und wenn das zum Erfüllung geht, dann haben wir ein erfülltes Leben und das, was uns glücklich macht. Saturn ist der Planet der Schicksal. Durch Saturn-Einfluss kommen schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen, schicksalhafte Begegnungen. Saturn hütet die Karma, gibt bei Saturn Einfluss auf karmische Themen. Saturn hilft, etwas in Form zu bringen. Saturn ist rückläufig und hat auch mit Vergangenheit was zu tun, oft auch karmische Themen. Saturn bewegt sich auch im Schütze, weil hier auch um Gesundheit geht, beschreibe ich Saturn astromedizinisch. Saturn ist zugeordnet zu unserem Zähne, zeigt Themen, wie sollen wir uns durchbeißen im Leben. Saturn herrscht über Knochen, besonders was die Knie betrifft. Und Saturn herrscht astromedizinisch über die Haut. Also wenn gesundheitliche Themen sind und Saturn aktiviert Krankheiten, das kann so etwas sein wie Knieschmerzen, Knochenschmerzen, Zahnschmerzen oder Hauterkrankung. Aber dann überlegen, warum ist das so? Da müssen wir etwas in Form zu bringen, etwas in Gestalt zu bringen oder jemand abgrenzen, uns durchbeißen im Leben, weil wir brauchen diese Halt. Unserem Skelett zeigt es auch, wir brauchen Halt im Leben. Unserem Haut zeigt auch abgrenzen, auch von äußeren Einflüssen und etwas in Gestalt bringen, etwas in Form zu bringen. Es ist alles Saturn-Themen. Jupiter vergrößert etwas, gibt uns Chancen, Möglichkeiten im Leben, gilt auch als großer Glücksplanet. Jupiter bewegt sich in Skorpion, aktiviert Themen mit Kinder oder Lebensfreude und hier gibt es Chancen, Möglichkeiten, glücklich zu sein. Mars ist der Planet, was etwas in Bewegung setzt oder mit Mars-Energie können wir uns wehren, uns durchsetzen. Immerhin ist Mars Ares, der Kriegsplanet, nicht Kriegs zu führen, sondern uns wehren, uns zum Behaupten im Leben. Das ist Mars-Energie. Mars ist männlich und steht auch zum männlichen Personen. Mars befindet sich im Stier, aktiviert Themen, deine Wünsche, deine Sehnsüchte, dass du deine Energie da in diese Richtung einsetzt, damit etwas in Bewegung kommt. Dieser Wunsch, Hoffnung, Sehnsucht kann auch die Liebe sein und handelt sich um einen Mann. Aber wenn es um Freundschaften geht,
bedeutet auch durchsetzen bei Freundeskreis, Bekanntenkreis oder Begegnung mit einer männlichen Person. Venus ist der Liebesplanet, aber herrscht über alles, was schön ist, Kunst, Kreativität, Schönheit, Harmonie. Venus ist weiblich und zeigt uns Frauen in erster Linie unsere eigenen Weiblichkeit. Aber weil bei dieser Bewegung, was man Transit nennt, kann auch auslösen Kontakte zu anderen Frauen. Venus bewegt sich in Fischen und das bedeutet eine Reise schön finden oder Liebe im Ausland oder Kontakt mit einer Frau und diese Frau lebt im Ausland oder ein Besuch von Ausland. Neunter Lebensbereich hat auch mit Spiritualität was zu tun und Venus gibt diese Schönheit dazu oder Kontakte mit anderen Frauen. Merkur ist auch hier und belehrt uns. Merkur ist das praktische Wissen und bei Merkur-Energie handelt sich auch um Handlungen, ist immerhin der Planet der Kaufleute. Merkur ist auch der Planet der Diebe, das muss auch mal dazu sagen. Und bei Merkur-Einfluss handelt es sich um Terminen, Verträgen, Kontakte, Gespräche. Hier kann auch bedeuten, Fremdsprache lernen. Sonne zeigt die Monatsthemen und Sonne befindet sich hier im Widder. Monatsthema ist erreichen, dass wir Anerkennung bekommen oder etwas in Öffentlichkeit bringen oder die Wahrheit vertreten oder die Suche nach Wahrheit oder Themen wie Zielerreichung, Berufung. Jetzt die Mondposition. 4. Mai ist Neumond im Widder. Das ist Rückzug, Rückzug von Öffentlichkeit oder Schweigen. Neumond bedeutet nicht nur Rückzug, sondern bedeutet auch Nachdenklichkeit. Was sollst du veröffentlichen? Oder woran liegt die Wahrheit? Oder was sind deine Ziele? Oder wie erreichst du deine Ziele? Neumond bedeutet auch Meditation. Ein Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist und diese Spannung spüren wir in dem Tag. Spannung, Nervosität, Unsicherheit löst das aus. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Das ist dein Aszendent. Entweder nerven dich die anderen und das trifft dich persönlich oder dass du selbst ein bisschen unsicher bist oder hast du Entscheidungsschwierigkeiten. Vollmond bedeutet, etwas wird voll und ganz beleuchtet und da sollen wir hinschauen. 18. Mai ist Vollmond im Waage und das trifft deine Wohnsituation. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, trifft die Partnerschaft Abkommen, Unsicherheiten oder Spannung. Juni Sonne und Merkur ist im Stier und Mars übergeht in Zwillinge. Sonne, Merkur, Stier, Mars, Zwillinge und Venus ist im Widder. Venus hier im 10. Lebensbereich bedeutet, dass du als Frau wahrgenommen bist oder du triffst in Öffentlichkeit mit einer Frau. Oder bist du kreativ und das zeigst auch in die Öffentlichkeit. Oder hast du Ziele bezüglich Liebe, Partnerschaft oder Kreativität. Merkur, Sonne hier im 11. Lebensbereich bedeutet, deine Wünsche ernst zu nehmen, lernen damit umgehen, das im Besitz nehmen, Stierenergie kommt auch dazu, wertvolle Dinge in Besitz zu nehmen, Stier. Mars hier im 12. Lebensbereich bedeutet entweder, dass du dich kraftlos fühlst und brauchst einen gewissen Rückzug
Ruhe, im Ruhe liegt die Kraft. Oder es gibt Geheimnisse bezüglich dieser Mann. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und du ahnst was und mit dieser Mars-Energie musst du dich wehren, behaupten. 22. Juni ist Neptun rückläufig, hier im Wassermann. Neptun hilft dabei, unsere Träume verwirklichen, das zum Leben unserer Fantasie oder unserer Kreativität. Immerhin ist das die Planet der Künstler, lässt uns inspirieren. Und hier kommen die Erinnerungen, das kann auch Talente hervorrufen. 3. Juni ist Neumond im Stier. Sei nachdenklich, was sind deine Wünsche? Oder zieh dich zurück von Gruppen von Menschen oder von Freunden. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Spannung betrifft Finanzen. Nichts einkaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat in diesem Tag. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, beläutet Thema Kinder, Erinnerungen an eigene Kindheit oder das innere Kind oder wie gestaltest dein Leben, dass du diese Lebensfreude verspürst. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, Spannung von Reisen aus Land oder wenn das um Glaubenssätze handelt oder Spiritualität, dann in diesem Tag zweifelt man ein bisschen. Juni passiert etwas Wichtiges. Ketu ist der Drachenkörper und zeigt karmischen Erinnerungen. Und diese Mondknoten oder Ketu bewegt sich ganzes Jahr hier im Schütze. Und auch 2020 aktiviert Vergangenheit alten karmischen Themen. Rahu, der Drachenkopf, was die Seele sucht zur Zeit, weil diese Mondknoten bewegen sie sich auch. Und das braucht man als Lebenserfahrung. Dieser Drachenkopf befindet sich ganzes Jahr in den Zwillingen und 2020 auch. Das befreit die Themen, was im 12. Haus ist und Zwillingsthemen. Und Juni 2019, dieser Ketu, dieser Drachenkörper, was die alten Karma symbolisiert, und Saturn, der Planet der Karma und Schicksal und auch rückläufig, also auch Vergangenheit, und Pluto ist auch rückläufig, zeigt auch Vergangenheit. Diese drei bilden sich eine sogenannte Konjunktion. Das heißt, die treffen sich. Mit anderen Worten, Pluto und Saturn befinden sich im Mondknoten. Solcher Schnittpunkt ist das, aber nicht hier, sondern im Schütze. Und aktiviert karmischen Themen, aktiviert Vergangenheit, Erinnerungen, was uns verbindet, was wir erlebt haben in früheren Leben. Oder gibt es solche Begegnungen mit Menschen, die wir kennen von früheren Leben, seelische Verbindungen. Juli 2019. Sonne und Venus ist in den Zwillingen. Hier sind die Geheimnisse. Aber mit Sonnenenergie ist es vielleicht gar nicht so geheim, weil Sonne ist das Licht, lässt uns etwas erkennen oder kommt die Wahrheit ins Licht. Also hier ist es möglich, dass du als Frau die Bedürfnis hast nach Anerkennung. Das ist die Sonnenkraft dazu, dieser Glanz,
sichtbar machen, gesehen und gesehen werden, aber du fühlst dich trotzdem im Schattenseite. Oder dein Gefühl sagt, dass du als Frau bleib eher zurückhaltend. Dann kann auch bedeuten, dass eine Frau erzählt ihre Geheimnisse und die Sonnenkraft, das steht auch mit Augen in Verbindung, dass du plötzlich klar und deutlich siehst etwas, erkennst du etwas. Kann auch bedeuten, dass du deine Geheimnisse hast und sollst aber schweigen, weil wenn du das erzählst zu dieser Frau und sie bringt ins Licht, das heißt, dann hat sie das weitererzählt. Das kann manchmal unangenehm sein, wenn das wirklich um Geheimnisse geht, dann soll das auch geheim bleiben. Kann auch bedeuten, dass du eine geheime Feinde hast und das ist eine Frau und mit Sonne siehst du das klar und deutlich, dass du das durchschaust. Merkur und Mars ist im Krebs und das bedeutet, du hast hier Gespräche entweder mit einer männlichen Person oder mit dieser Mars-Energie kannst du dich behaupten, durchsetzen oder dich wehren. 8. Juli ist Merkur rückläufig und das bedeutet, dass Gespräche gibt und das sind Themen von Vergangenheit oder jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, Rückzug, Nachdenklichkeit. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das kann bedeuten Unangenehmigkeiten bei Verwandten, Nachbarn, Stress, Unruhe, Nervosität. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze aktiviert karmische Themen. Finsternisse haben immer mit Karma was zu tun. 25. Juli ist Halbmond in Fischen und das ist Unruhe auf einer Reise oder du planst eine Reise und das klappt nicht. Kann auch bedeuten, dass es um Spiritualität geht und oder um dein Glauben und da gibt es einen gewissen Zweifel. August. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist deine Selbstdarstellung. Bei Mars-Venus-Energie handelt es sich um die Liebe. Mars ist das Männliche, Venus ist das Weibliche, das ist ein Liebespaar und das wirkt auf dein persönliches Leben. Und Merkur ist in den Zwillinge, ist rückläufig, kehrt wieder zurück. Das kann auch bedeuten, halte die Worte zurück, schweige. 12. August ist Jupiter direktläufig, das heißt, ändert sich die Richtung und bewegt sich alles nach vorwärts. Und das hat mit deinen Kindern was zu tun oder deiner Lebensfreude. 12. August wird Uranus rückläufig hier und das bedeutet, wenn du verändern möchtest etwas oder in Öffentlichkeit bringen, dann halte noch etwas zurück oder überprüfe noch etwas. Nicht zu stürmisch handeln, nicht alles gleichzeitig verändern, sondern sei eher zurückhaltend und beobachte eher die Geschehen. 1. August ist Neumond im Krebs, sei zurückhaltend. 7. August ist Halbmond im Waage, trifft deine Wohnsituation. Das kann bedeuten, dass alle sind so hektisch und du brauchst die Ruhe und ziehst dich zurück in deine vier Wände oder eine kleine Reparatur in Wohnung oder Haus. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Eine gewisse Unsicherheit, was die Liebe betrifft oder Spannung mit Partner. 23. August, nein, das hab ich nicht richtig beschrieben, sehe ich gerade. 15. August ist Vollmond, Vollmond ist das, Vollmond im Steinbock, beleuchtet ganz und voll Thema Liebe, Partnerschaft, genau.
Und dann kommt die Spannung und das ist 23. August, weil das ist Halbmond im Widder hier. Und das kann bedeuten, dass du das Gefühl hast, dass du übersehen bist. Oder dass du jemand etwas gesagt hat und die andere bringt das ins Licht, in Öffentlichkeit. Und das magst du nicht. Und das macht dich unsicher, nervös. Spannung ist das. 30. August ist Neumond im Löwe. Halte dein Geld zurück. Und hier wird in diesem Tag dieser Neumond mit Regulus bestrahlt. Regulus ist der Stern der Könige, einer von den königlichen Sternen. Und Regulus ist der Herz der Löwe. Und das ist Neumond, Nachdenklichkeit. Nachdenklichkeit über Werten. Hör auf dein Herz. Was ist für dich wertvoll? Schreib das auf. Das ist nicht immer die Finanzen oder materiellen Dinge, sondern wertvoll kann auch sein ein Hobby oder geistigen Reichtum. Das auch im Besitz zu nehmen. Oktober. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und hier hast du im Geburtshoroskop Saturn und Saturn belehrt dich. Das ist ein großer Lehrmeister, um die Werte achten. Und das wird hier aktiviert. Was ist für dich wertvoll? Aber auch zu deinen Werten stehen. 19. September wird Saturn direktläufig. Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Bis dahin ist rückläufig. Das hat mit Vergangenheit was zu tun, das hat mit Karma was zu tun oder bremst noch etwas, weil wir müssen noch lernen oder geduldig zu sein. Plötzlich ändert sich die Richtung, kann auch bedeuten, dass das alles in eine ganz andere Richtung verläuft und das aktiviert Saturn hier im Schütze. Und das hat mit deinem Alltag was zu tun, das hat mit Pflichten was zu tun und Gesundheit. 6. September ist Halbmond im Skorpion, Spannung mit Kindern oder Erinnerungen, das mit Tränen verbunden sind. Oder fehlt die Lebensfreude. 14. September ist Vollmond im Wassermann, beleuchtet Thema Loslassen, Erneuerungsprozesse, ämtlichen Themen, Erbschaften. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung im Freundeskreis. Oder wir haben Wünsche, Sehnsüchte. Und in diesem Halbmondtag fangen wir an daran zum Zweifeln. 28. September ist Neumond im Löwe. Halte dein Geld zurück und sei nachdenklich, was sind deine Werte. Oder Buchhaltung, die Finanzen in Ordnung bringen. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Hier lernt man etwas. Bei Mars-Venus-Energie kann auch Liebe, Partnerschaft sein. Aber das hat auch mit Kontakten zum Verwandten, Nachbarn auch sein. Merkur ist im Skorpion. Waage. Das habe ich falsch gesagt. Merkur, Jupiter im Skorpion, genau. Jupiter im Skorpion und Merkur ist hier im Waage, genau. Und Merkur hier im vierten Lebensbereich bedeutet entweder ein Vertrag und das hat mit deinem Haus oder Einrichtung was zu tun hat.
deine Wohnsituation oder bekommst du eine wichtige Nachricht. Kann das mit Immobilien zu tun haben oder dass du zurückziehst und liest ein schönes Buch oder lernst du was Neues. Das kann Merkur auch auslösen. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Spannung im Alltag oder bedeutet, auch wenn es um Gesundheit geht, dass du deine Ruhe, dein inneren Gleichgewicht bewahren sollst. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, beleuchtet Themen Reise oder Spiritualität. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen und das heißt, du empfindest diesen Tag so hektisch. Dann halte dich zurück, bewahre die Ruhe, in Ruhe liegt die Kraft. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau, halte dich zurück vom Bekannten, Verwandten, Nachbarn. November. Mars ist im Jungfrau und das kann bedeuten, dass du eine Begegnung hast mit einem Verwandten, er ist männlich, oder kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzen sollst bei Verwandten oder begegnest du mit einem Mann in deiner vertrauten Umgebung. Merkur und Venus in Skorpion. Jetzt ist Merkur hier im Skorpion. Themen sind die Kinder oder deine Kreativität, Lebensfreude. Und Sonne ist im Waage. Monatsthema ist deine Wohnsituation. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November ist Merkur dann direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig und geht alles voran und du kannst kreativ sein oder deine Träume leben. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Zweifel an Partnerschaft oder Stress mit dem Partner. 12. November ist Vollmond im Widder und das heißt, du bringst etwas in die Öffentlichkeit oder vertrittst du die Wahrheit oder bekommst du Anerkennung. 19. November ist Halbmond im Krebs. Das kann auslösen, dass du selbst ein bisschen unsicher wirkst oder jemand nervt dich in diesem Tag. 26. November ist Neumond im Waage. Das ist gut, nachdenklich sein über Wohnsituation oder einfach zurückziehen und genießen dein Zuhause. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass eine männliche Person spricht über deine Wohnsituation oder besucht dich und habt hier ein schönes Gespräch. Kann auch bedeuten, dass eine Reparatur im Haus ist und hier hast du einen Vertrag. Sonne ist in Skorpion, Monatsthema sind die Kinder oder Lebensfreude. Und Jupiter und Venus ist im Schütze. Beide bringt dir Glück. Jupiter ist das große Glücksplanet, Venus ist die kleine Glücksplanet und das erlebst du im Alltag oder in Gesundheit und es kann für dich auch Heilung bedeuten. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann und das heißt, du solltest etwas verabschieden, loslassen und bei einem Halbmond neigt man dazu, etwas doch festzuhalten. Oder sind es auch ämtliche Themen in diesem Tag,
würde ich nicht empfehlen, Termin auszumachen. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, beleuchtet ganz und voll Themen, Wünsche und Freundschaften. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Hier ist die Spannung, nichts einkaufen großartig, auch nichts investieren, auch keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. 26. Dezember ist Neumond im Schütze, kann bedeuten, dass alles zu viel ist, alles zu bewältigen und brauchst einfach mal den Rückzug und die Ruhe. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann sein, dass du Kontakt hast mit Kindern oder Enkelkindern und das ist männlich. Oder du setzt dich durch all das, was du gestalten möchtest, deine Kreativität, dass diese Mars-Energie gibt dir die Kraft dazu. Oder hast du Lebensfreude mit einer männlichen Person und ihr genießt diesen Tag. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Alltag, Gesundheit. Bei Merkur kann auch bedeuten, dass du Termine hast, wie zum Beispiel Arzttermin. Und Venus ist im Steinbock. Das gibt Harmonie in Partnerschaft oder aktiviert Liebe Partnerschaft. Februar. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Thema ist Partnerschaft oder Verträgen. Siebter Lebensbereich hat auch mit Verträgen auch was zu tun. Und Venus, Merkur ist in Wassermann. Merkur hier im achten Lebensbereich kann auch Terminen oder Verträgen bedeuten, besonders wenn das um Geld geht. März 2020. Pluto und Saturn verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lang hier. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger, aktiviert Themen Liebe, Partnerschaft. Und das mit Saturn Einfluss bedeutet, da kommt mehr Ernsthaftigkeit oder kommt das in Form. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Monatsthema ist Erneuerungsprozesse, Erbschaften, Verträgen. Besonders dann, wenn das um Geld geht. Das ist die Merkur, Energieterminen oder Verträgen. Und Venus ist im Widder. Und das bedeutet, du bist als Frau wahrgenommen oder hast du Kontakt mit einer Frau in Öffentlichkeit oder erfährst du die Wahrheit, etwas kommt ins Licht. Und April, Venus übergeht im Stier, aktiviert Freundschaften oder deine Wünsche, das kann mit deine Kreativität was zu tun oder mit Liebe, Partnerschaft was zu tun.
Mars ist im Schütze, Moment, im Steinbock. Steinbock. Mars ist im Steinbock, aktiviert Partnerschaft. Und Mars ist ein Mann, das heißt, entweder stabilisiert sich etwas in deiner Partnerschaft oder kommt ein Mann auf dich zu. Eine neue Begegnung kann auch bedeuten. Und Sonne, Merkur ist in Fischen. Monatsthema ist Spiritualität, religiöse Themen, Reisen. Und bei Merkur-Energie handelt es sich um etwas Lernen oder Kontakte, Gespräche. Liebe Imaira, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.